herzlich willkommen bei Deutsch lernen mit Max. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Deutsch lernen mit Max. Ich bin Max aus Deutschland und ich helfe dir dabei, besser Deutsch zu sprechen. Gib mir jetzt einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Heute wird gefeiert. Wir zelebrieren nämlich das neue Jahr und deshalb feiern wir Silvester. An Silvester gibt es Feuerwerk. Es werden Raketen abgeschossen und die Menschen feiern, feiern, feiern. In Deutschland ist Silvester wirklich ein absolutes Mega-Highlight. Wie die Deutschen Silvester feiern, verrate ich dir jetzt. Wann ist eigentlich Silvester in Deutschland? Silvester ist immer am letzten Tag im Dezember, also am 31.12. Komm, wir sprechen das mal zusammen. Silvester ist am 31.12. Silvester ist am 31.12. Silvester ist am 31.12. Genau. Und weißt du eigentlich, warum dieses Fest Silvester heißt? Es ist benannt nach dem berühmten Papst Silvester. Aber das wissen eigentlich nur wenige Menschen. Die meisten feiern einfach nur, weil sie sich auf das neue Jahr freuen. Und deshalb machen sich auch viele Menschen Vorsätze fürs neue Jahr. Ein Vorsatz bedeutet, dass man sich Ziele für das neue Jahr vornimmt. Ein ganz berühmter Vorsatz für das neue Jahr ist zum Beispiel, mit dem Rauchen aufzuhören oder eine Diät zu machen oder keinen Alkohol mehr zu trinken. Die Menschen beginnen das neue Jahr dann also gleich mit einer persönlichen Challenge. Und wie ist es bei dir? Hast du auch schon einen Vorsatz fürs neue Jahr? Schreib es mal in die Kommentare. Ja, und dann wird natürlich auch geknallt ohne Ende. Knallen bedeutet, man zündet Feuerwerkskörper an. Also man macht ein Feuerwerk mit Raketen und Böllern. Böller? Ja, Böller sagt man in Deutschland zu den Feuerwerkskörpern, die so laut explodieren. Man zündet sie an und dann, puh, das sind Böller. Vor allem Jugendliche lieben Böller. Aber Vorsicht, es gibt jedes Jahr viele, viele Unfälle, weil die Menschen zu leichtsinnig sind. Also, sie unterschätzen die gewaltige Kraft der Feuerwerkskörper. Aber warum knallt man eigentlich? Also, warum zündet man überhaupt ein Feuerwerk an? Das ist so eine Art Brauch, also eine Tradition. Man macht viel Krach, also viel Lärm und erleuchtet den Himmel. Ganz hell, damit alle bösen Geister vertrieben werden. Deshalb feiert man Silvester. Es gibt auch einige Traditionen zu Silvester in Deutschland. Zum Beispiel gibt es das berühmte Bleigießen. Man macht das Metall Blei auf einen Löffel und hält es über eine Kerze. Und wenn das Metall geschmolzen ist, also flüssig ist,
Dann macht man das Blei in kaltes Wasser und dann entsteht eine Figur. Und diese Figur bedeutet dann etwas für die eigene Zukunft. Es ist ein bisschen esoterisch, ein bisschen wie ein Orakel oder Omen. Und eine weitere Tradition ist auch das Essen an Silvester. Viele Menschen essen an Silvester gerne Fisch oder machen Raclette oder Fondue mit Käse. Und dann gibt's natürlich auch immer diese leckeren Pfannkuchen oder Kreppel oder Berliner. Die heißen in jedem Bundesland anders, aber sie schmecken überall gleich gut. Das sind diese runden Gebäcke, die mit Marmelade gefüllt sind. Köstlich! Und wenn ein Deutscher zu dir an Silvester sagt, guten Rutsch, dann wünscht er dir, dass du einen guten Start im neuen Jahr hast. Komm, wir sprechen das mal zusammen. Guten Rutsch! Guten Rutsch! Guten Rutsch! Manchmal sagt man auch Prosit Neujahr. Das ist ein Trinkspruch. Man sagt es immer beim Anstoßen, wenn man zum Beispiel mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr anstößt. Dann sagt man Prosit Neujahr! Komm, wir sprechen das auch mal zusammen. Prosit Neujahr! Prosit Neujahr! Prosit Neujahr! Und jetzt bin ich natürlich schon mega gespannt, wie du Silvester feierst. In welchem Land feierst du eigentlich Silvester? Und gibt es bei dir auch eine typische Tradition oder ein spezielles Essen an Silvester? Schreib einen Kommentar unter dieses Video. Am besten auch gleich auf Deutsch. So kannst du super dein Deutsch trainieren. Und wenn du noch besser Deutsch sprechen möchtest, dann hol dir jetzt mein kostenloses Videotraining. Ein Link zum Gratiskurs findest du direkt unter diesem Video. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Deutschlernen. Und noch ein kleiner Tipp am Schluss. Gib niemals auf. Du schaffst das. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir jetzt einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal für noch mehr Videos zum Deutschlernen. Wir sehen uns beim nächsten Video und jetzt wünsche ich dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, dein Max. Ciao.